Nur so wenig Kommentare gestern? Na, die Tröten bringe ich mal auf Zack. So, bitte mal Ruhe, setzen, Handys aus. Hier sind meine Pläne für Ihr Wochenende. Also, heute Abend können Sie von mir aus erstmal die Beine hochlegen und etwas Fernsehen gucken. Aber passen Sie auf, dass nicht gleich die Air Force vor der Tür steht. So wie bei Chris Van Rossman aus Chicago. Sein neuer Flatscreen-Fernseher sendete nämlich aus ungeklärten Umständen eine Frequenz mit einem internationalen Notsignal. Dieses wurde von der Air Force aufgefangen und zurückverfolgt. Van Rossman wurde es nun offiziell verboten, den Fernseher noch einmal einzuschalten. Außer natürlich, wenn es brennt. Und wenn auch Sie sicher gehen wollen, dass der Fernseher heute Abend aus ist, wenn Sie ins Bett gehen, dann besorgen Sie sich am besten noch schnell das hier. Die TV-Fernbedienung für den Hintern. Sie wird einfach unter das Sofakissen gelegt. Setzen Sie sich hin, schaltet sich der Fernseher ein. Stehen Sie auf, geht er wieder aus. Beim Fußball sollte man dann aber nur noch im Sitzen jubeln. So, am Samstag geht's dann erstmal in die Stadt und Sie kaufen sich ein paar neue Möbel. Zum Beispiel das Dock XL, das Etagenbettsofa. Mit einem simplen Klappmechanismus verwandelt sich dieses Sofa im Nu in ein praktisches Etagenbett. So kann man lästigen Besuch einfach nach oben wegloben und unten weiter sein geliebtes Sofa benutzen. Aber wenn Ihnen das allein noch zu wenig Veränderung ist für Ihre Wohnung, dann machen Sie es doch wie der koreanische Künstler Do Ho Soo. Der hat sich nämlich eine komplette Wohnung aus transparentem Nylon genäht. Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Einfach alles. Sogar die Lichtschalter. Und keine einzige Laufmasche. Wie macht der das? Okay, und am Samstagabend, da kochen Sie dann was Schönes. Naja, wenn es nicht wirklich schön aussieht, nicht gleich verzweifeln. Vielleicht sieht's ja wenigstens interessant aus. Und dann fotografieren Sie Ihr Essen einfach und schicken es an das MOFA, das Museum of Food Anomalies. Im MOFA kann man sich davon überzeugen, dass auch Lebensmittel eine Seele haben. Da gibt es Monster-Zitronen, Raumschiff-Karotten, Spiegelei-Hasen, Schinken-Papageien, wütende Paprika und schreiende Pfannkuchen. So. Und am Sonntag... So, und Sonntag wird um 7 aufgestanden und dann raus in die Natur, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Und was viele nicht wissen, den späten Vogel fängt die Gottesanbeterin. Glauben Sie nicht? Dann gucken Sie mal hier. Das kann passieren, wenn man sich als Vogel zwischen all den Insekten zu sicher fühlt. Die Gottesanbeterin hat den kleinen Piepmatz einfach im Flug aus der Luft gepflückt. Und dann hat sie ihn mit ihren langen Greifarmen langsam Stück für Stück auseinanderge... Entschuldigung. Also, damit es Ihnen nicht genauso geht da draußen in der Wildnis, bleiben Sie am besten immer in Bewegung. Bewegung? Das, was Sie sonst nie machen. Ja, nee, ist klar. Sie können sich einfach nur nie entscheiden, ob Sie laufen oder Rad fahren sollen. Aber nicht mal mit der faulen Ausrede kommen Sie jetzt noch durch, denn jetzt gibt es das Treadmill Bike. Das Treadmill Bike, das Tretmühlenfahrrad. Damit können Sie gleichzeitig laufen und Fahrrad fahren. Außerdem können Sie damit auch noch über Holzwippen fahren. Ist zwar total sinnlos, aber macht scheinbar Spaß. So, damit sollten Sie eigentlich genug Beschäftigung gehabt haben fürs Wochenende. Falls nicht, gucken Sie einfach mal auf die Website 100 Ideas. Dort finden Sie viele Vorschläge, was Sie sonst noch so anstellen können in Ihrer Freizeit. Zum Beispiel, einen Tag lang nur rote Sachen zeichnen, die Gerüche in Ihrer Nachbarschaft aufschreiben oder einfach mal in der Natur flache Dinge sammeln. Könnte ich stundenlang machen. Was? Sie haben immer noch Energie? Na gut, dann halten Sie einfach einen Tischtennisball hoch, so lange wie Sie können. Viel Spaß! Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss. Und was jetzt? Mir ist langweilig.